Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Vlog von Hallo China. Ich bin Meng Yu. Wir sind heute in Suzhou. Wir sind hier, um die führende und neueste Technik Chinas zu erleben. Wie zum Beispiel heute fahrerlose Bus. Wie kann ein Bus ohne Fahrer fahren, bremsen, links oder rechts biegen? Wie kann das funktionieren? Lass uns mal heute schauen. Dieser ungefähr 4 Meter lange Minibus ist ProBlue genannt. Mir wurde vor kurzem mitgeteilt, dass wir heute in dem Bus mitfahren können. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor. Wir steigen nun an. Wir sind nun im Bus. Es gibt gar keinen Sitz für den Fahrer. Schau mal, es gibt überall keinen Sitz für den Fahrer. Insgesamt können der Bus einmal ungefähr 14 Menschen befördern. Es ist ganz angenehm, hier zu sitzen. Es fährt ab. Es ist ganz stabil und angenehm. Er sollte jetzt links biegen. Schau mal. Gar keine Fahrer. Ich sitze nur im Vorne des Busses. Abbiegen, präzise anpacken ist heutzutage gar kein Problem für diesen Minibus. Und er kommt auch schon in ihre Heimatstadt Suzhou und in vielen Ausflugsorten in China zum Einsatz. Technologie verändert das Leben und heute schon.